So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Eine neue Folge Ramses Kitchen. Und wir wollen wieder was ganz Besonderes testen. Und zwar kennt ihr alle ja die Samyang-Nudeln. Die gibt es in so vielen verschiedenen Varianten und Sorten. Eine schärfer wie die nächste. Das ist so ein Highlight jedes Mal, wenn man sich Samyang-Nudeln macht. Ich bin immer noch auf der Suche nach ein paar bestimmten Typen, die ich noch gar nicht kenne. Jetzt habe ich letztens wieder mal im Internet bestellt. Ein paar seltene Samyang-Sorten. Und dann ist mir das hier unter die Nase geraten, unter die Augen, unter die Lupe, unter irgendwas. Da ist auch ein Chicken drauf. Da steht auch Chicken Nudel, aber Volcano Chicken Nudel von der Firma Paldo. Das sieht mir auf den ersten Blick aus wie ein kleiner Samyang-Klon. Weil irgendwie auch die ein Hähnchen haben und weil das auch feurig, scharfe, brutale koreanische Nudeln sein sollen. Aber die sind sogar noch teurer wie die Samyang-Nudeln. Und wenn die jetzt nicht so gut sind wie die Samyang-Nudeln und dann auch noch teurer, sehe ich keinen Grund, wieso die überhaupt existieren, wieso man solche Nudeln überhaupt essen sollte. Von Paldo gibt es auch noch andere. Auch noch Kimchi-Ramen und normale Nudeln. Ich wollte aber genau direkt diese Volcano Chicken Noodles von Paldo jetzt mal testen. Die werden nämlich genauso gemacht wie die Samyang. Steht hinten auch drauf. 600 ml Wasser kochen, dann das meiste Wasser raus, aber 6 bis 7 Löffel Wasser drin lassen, dann die Soße drauf, das Ganze noch mal ein bisschen erhitzen, dass das sich so vermischt und dann erst die Flakes drauf und was da noch so alles drin ist. Ihr wisst, wie ich Samyang mache, das mache ich jetzt hier genauso. Das also Paldo, that's crazy hot, hot and spicy. Volcano Chicken Noodles. Das halten wir eh nachher noch mal rein, wenn wir den Teller da haben. Da könnt ihr die Packung mal aufmachen. Das sind nämlich, glaube ich, nur 4 Dinger drin, oder? 1, 2, 3. Ja. Normal bei Samyang habt ihr 5 Packungen. Hier bei den Volcano Noodles habt ihr nur 4 Packungen und sind, ich sag's noch mal, teurer als die Samyang. Die sehen bestimmt lustig aus, aber können die was? Und das wollen wir jetzt rausfinden. So, Wasser ist gerade angesetzt in der Küche. Ich habe die Nudeln jetzt schon mal hier rein. Ihr seht, da sind auch wieder 2 Beutelchen dabei. Die gucken wir uns auch gleich noch an. Zuerst aber dieses Nudelnetz, was sehr gelblich aussieht, im Gegensatz zu den normalen Samyang-Nudeln. Riecht auch irgendwie richtig muffig. Wie wenn du in eine alte Scheune reinkommst und das sich lauter Heu gestapelt hat. Also Geruch, weiß ich nicht. Für mich ein bisschen unangenehm. Klar, dass ich die Samyang-Nudeln jetzt bis zum Tod verteidigen muss. Aber ein Vorteil sehe ich auch, es passt genau in den Topf. Die Samyang-Nudeln kann ich nicht einfach da reinlegen. Die muss ich immer reindrücken, dass die Seite abbricht von den Nudeln und drin rumfliegt. Die passen von der Größe her genau rein. Ist aber auch schon wieder ein Nachteil. Im 5er-Pack sind nur 4, sind teurer und sind kleiner von der Menge her also auch noch. Hier habt ihr dann den Beutel Soße. Habt ihr ja auch. That's crazy hot, hot spicy volcano chicken noodle Soße drauf, ein roter Beutel mit dem Hühnchen nochmal, was man da sieht. Und dann hier, was wieder aussieht wie ein Kondom, ne? Nicht verwechseln. Flakes. Reminder, put it before serving. Rubble, irgendwas, Souvenir. Und da haben ja bei den Samyang-Nudeln auch schon die Leute gesagt, ist eigentlich die Soße so scharf oder kommt das von diesen Chili-Flocken, die man drauf macht? Aber bei den Samyang-Nudeln sind ja keine Chili-Flocken dabei, das sind ja immer nur, ist immer nur Algen und Sesam in dem Tütchen mit drin, einfach nochmal für einen Geschmack. Das einzig Scharfe ist wirklich dann immer der Soßenbeutel. Das sieht auf jeden Fall auch interessant aus. Hier dieses Samyang, ach dieses Paldo, sorry, dieses Paldo Fun and Yum Kondom extra für zwischendurch. Wir gucken jetzt nach dem Wasser und schmeißen den Rest wieder rein. So, Wasser ist fertig, das heißt, ich nehme das jetzt hier raus und kipp mir das halt drüber, bis das bedeckt ist oder schwimmt oder wie auch immer. Es liegt immer noch auf dem Boden. Jetzt hat sich's abgehoben. Jetzt das einfach ein bisschen da drin liegen lassen, bis es ein bisschen weich ist, aber immer noch schön bissfest, weil so habe ich es am liebsten. So, nachdem die jetzt ein bisschen weich geworden sind, versuche ich die trotzdem so fast wie ein Nudelnetz zu lassen. Schmeiß sie mal hier rein, stell das wieder weg, dann soll ja ein bisschen von dem Wasser mit übrig bleiben, ja. Bisschen Wasser,
So, das ist für mich jetzt ein bisschen Wasser, deswegen backe ich die Nudeln jetzt einfach hier drauf. Haben jetzt doch ein bisschen Ähnlichkeit mit Samyang, aber irgendwie auch nicht. Ich weiß nicht, ob die auch frittiert sind. Samyang-Nudeln sind ja frittiert. Mein Sieb mache ich gleich sauber. Rest geht mich nichts an. Das ist hier so geregelt, oh, ich sag's dir. Wo ist denn Ali jetzt hin? War der nicht auch gerade noch hier? Ali, Schatz! Alles Gute! Guck mal, Paldo-Nudeln! So habe ich eigentlich schon meine Pflanze gezeigt. Ich weiß nicht, wann dieses Video online kommt, aber die habe ich letztens auf Müll gefunden. Bei den Mülltonnen habe ich mit hochgenommen, habe die mal abgebraust. Die steht seitdem hier rum. Das ist wunderbar. Das sind jetzt die Paldo-Nudeln. Riechen immer noch nach Heu oder nassem Gras. Ich weiß nicht, das sieht, das klingt, das, aha, das ist halt kein Samyang. Wir machen jetzt hier die Soße erstmal drauf. Der Soßenbeutel ist auch rechteckig. Der andere ist immer quadratisch bei Samyang. Der ist aber gefühlt größer. Ich glaube, bei Samyang ist das halt wirklich einfach so. Und hier ist zack, nochmal so, nochmal länger. Das muss aber nichts heißen. Wichtig ist, wie die Soße schmeckt. Das schneiden wir jetzt hier ab. Zack, putten das jetzt hier drüber. Sieht auf jeden Fall so ähnlich aus von der Farbe her. Bei Samyang ist halt das Ding, manche sind richtig flüssig, manche sind wie Pflaumenmus, richtig dick. Das ist jetzt hier so ein Mittelding. Also ich kenne flüssigere Samyang-Soßen, ich kenne aber auch dickere Samyang-Soßen. Paldo passt sich auch von der Soße her also ein bisschen an. Drücken den Rest jetzt hier raus. Wunderbar. Der Soßenbeutel, wir können ja mal hier abschmatzen. Und irgendwie hat es eine präsente Chili-Note direkt auf der Zunge. Wirkt auch ein bisschen süßlich im Nachhinein. Samyang breitet sich eher mehr im Mund aus und fängt dann an zu brennen. Es ist also auf jeden Fall ein geschmacklicher Unterschied. Das Kondom muss auch noch drauf. Hätte man gar keine Schere gebraucht. So, schmeißen das jetzt hier drüber. Obwohl, warte. Wir machen erst die Nudeln rum. Erst die Nudeln rummachen und dann die Flakes oben drauf, damit das richtig schön aussieht. Und sonst würden wir ja die Flakes oben drauf stellen und dann alles rummachen und dann sieht man die Flakes ja gar nicht mehr. So. Es fühlt sich alles falsch an, was man hier macht. Wenn das die Samyang sieht, dann wird es nichts mehr mit dem Sponsoring. Jetzt ist durch den Wind auch noch dieser blöde Beutel hier drauf geflogen. Jetzt kommen die Flakes einmal obendrauf, bitte. Einmal Flakes, was auch hier Sesam und Algen sind, das sieht man ganz deutlich. Sesam, Algen ist am Start. Das stelle ich nochmal hier drüben drauf. Dann halten wir das nochmal in die Kamera, sieht man das. Und jetzt wollen wir es ja essen. Da brauche ich euch wieder bei mir, bildlich. Und vor allem muss ich fürs Thumbnail nochmal diese Tüte hier reinhalten. Dass man hier nochmal sieht, die Paldo Volcano Nudeln. So, das ist das Thumbnail und jetzt können wir die auch mal probieren. Jetzt ist der Rest egal. So, die Flakes sehen gut aus. Ich bin gespannt, was die jetzt können und wie muffig die Nudeln sind. Jetzt habe ich gerade irgendeinen Geschmack im Hintergrund, was ein bisschen an die Habanero Lime erinnert, wo dieser Lime-Geschmack mit drin war. Ich weiß nicht, ob das so gewählt sein soll. Okay, bei den Nudeln ist zwar viel Soße dran. Die sind auch nicht zu trocken, aber es kommt trotzdem dieser komische, muffige, grasige Heugeschmack und Geruch durch, trotz der Soße. Ich
Und entweder bin ich schon ein bisschen gut abgehärtet, sodass ich das nicht als Volcano-Nudeln wahrnehme, oder die sind eben nicht so scharf wie die Samyang. Ich glaube, die normalen schwarzen Samyang sind schärfer als diese Paldo-Volcano-Nudeln. Und dann hast du ja von Samyang vor allem die roten, die die meisten Leute lieben. Geschmacklich finde ich die Samyang leider auch besser. Die Nudeln finde ich besser. Die Soße finde ich besser. Das Design finde ich besser. Die Größe finde ich besser von der Portion. Ein 5er-Pack finde ich besser als ein 4er-Pack. Und den Preis finde ich vor allem besser, weil es auch günstiger ist. Also Paldo-Nudeln zum Testen okay. Würde ich mir aber nicht unbedingt nochmal kaufen. Dann greife ich lieber zu Samyang. Da gibt es so viel zu entdecken. Kennt ihr Paldo Volcano Chicken Noodles? Schreibt es mal in die Kommentare. Mich hat es leider nicht überzeugt. Wir haben noch andere Paldo Nudeln, die werden wir auch noch testen. Aber nachdem die anderen ja eh nicht scharf sind, denke ich mir, wird das nichts. Ihr könntet hier noch nachwürzen, das machst du bei den Samyang aber nicht. Ist auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Sonst war es das jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Also Teller ist leer, die billige Kopie ist vernichtet und das ist nichts, wonach ich süchtig werden könnte. Es wäre was ich einmal probiere und sage, das ist ein bisschen scharf, okay. Aber da fehlt mir der Geschmack, der typische Geschmack, der besondere Geschmack, den die Samyang haben. Weshalb ich nach den Samyang so süchtig geworden bin, das würde hier niemals der Fall sein. Paldo, nein, danke.